Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Episode 7 von Wasteland Remastered. Der Safe, den ich ja letztes Mal noch am Ende finden wollte, den ich finden wollte, den gibt es, ja. Aber es gibt Bugs, die dazu führen, dass man den Safe nicht findet. Es bringt nichts mit dem Safe-Cracking. Ja, schon habe ich ihn gefunden. Es bringt nichts mit dem Safe-Cracking Skill, den zu finden, sondern man muss tatsächlich einfach nur hier rumkampieren und dann wird er automatisch gefunden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da wird gemutmaßt, das hat irgendwie mit dem Pistol-Clip-Skill zu tun, aber boah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt erstmal in die Passwords. So, das ist 11, 16, 27. You turn the tumbler and it clicks open. Who wants loot? Hellraiser. Kevlar West. Granate. Sabot Rocket. M19 Rifle. Ja, das ist ziemlich cool, was ich hier kriege. Die Granate kriegt aber, und auch die Sabot Rocket kriegt aber Angela Death. Wer von meinen Leuten hat denn noch den Rifle Skill? Sie hat einen Assault Rifle Skill. Okay, eher nicht. Auch nicht. Und er auch nicht. Also muss ich tatsächlich Angela Death meine die Dings geben, die Rifle. Dann werde ich ihr erstmal werden wir hier ihre Waffe nachladen. Und dann werde ich ihre Waffe und die Munition an Felicia weitergeben. So, jetzt habe ich alles an Felicia gegeben. Die wird jetzt erstmal ausrüsten. Hat die eigentlich einen Pistol Skill? Ja, hat sie. Ja, sonst hätte ich sie ja gar nicht gegeben. Jetzt hat sie zwei Pistolen. Na toll. Naja, was soll's. Dafür kriegt jetzt Angela Death die Granate, die Sabot Rocket, die MT9 und die Clips. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, wir gehen dann zurück nach Needles. You've walked into a cactus. The spines poke you and hurt a lot. So, wir gehen mal von Norden aus nach Needles rein, wenn das geht. Ach, wahrscheinlich nicht. So, hier kommen wir rein. Some heavy fighting happened here.
The town wall has been blown away. This mound of sand has a strange shape, more man-made than wind-blown. Was ist denn das? Ammo-Bunker. So, dann wollen wir mal schauen, was wir im Ammo-Bunker alles finden. A heavy musty smell fills the ammo bunker. Puddles of blood splash when you step in them. You can easily tell that no one comes here very often. This used to be a very powerful artillery piece. Too bad it is broken in several places. Oh, was hat jetzt wehgetan? The M3 rat that used to be here left a long time ago to fight against the invaders. Who wants loot? Angela Death. Aha, ein Ruby Ring und ein Bloodstaff. Ja dann. A body lays here. You see an incision in his neck. You find. Ja, den Ruby Ring und den Bloodstaff. Damit hat's aus was auf sich. Das werden wir noch rausfinden. This looks like a storage area for tank and artillery shells. There might even be one left. Two howitzer shells. Sehr gut. The reinforced concrete walls are years old and look like they will stand forever. Aber da scheint nichts drin zu sein. Und hier gibt's nochmal 45er Clips, die sind für, oh, ich muss Angela Death noch ausrüsten, für Hellraiser, dann eben für Thrasher, Thrasher ist schon voll. Ja, von mir aus dann eben Angela Death, und ein Power Pack. Das ist eine Munition für eine Laserwaffe, eine Energiewaffe. Und das ist sehr selten, weil die Powerpacks kann man nicht kaufen, die muss man finden. Ja gut, nimm sie halt mal. Und die 9mm Clips, die kriegt dann jetzt erst einmal, mal gucken, kann Snake Vargas noch ein paar davon nehmen? Ja. Ace kann mit Sicherheit noch einige davon brauchen, denn der feuert ja immer ganz schön wild damit rum. Und Felicia. Die hat keinen Platz mehr. Ja, dann. Keine Ahnung. Angela. Hat auch keinen Platz mehr. The Rainforest Concrete Walls. Okay. Careful, you might get cut by the metal pieces. Nö, ist hier noch mehr? Kann ich das vielleicht noch ein bisschen Angela Death? Nein, nicht Angela, Hellraiser. Skill, zack, zack. Nö. Noch ein. Vielleicht hätte ich dann auch irgendwas gefunden oder so. Nee. So, was ist das hier für ein Gebäude? Das ist der Dock. Okay. Brauchen wir nicht. Und das ist die lokale Library. Was hast du denn für ein nettes Tattoo auf der Wange? Quiet, please. You are in a center of higher learning. Who wants to enter? Hellraiser. Hellraiser, Skill Points 5. Was wichtig ist für alle, ist der Doctor Skill. Beziehungsweise eigentlich auch der Assault Rifle Skill, der ist auch wichtig.
Rations voll. Medic. Okay, ich kann noch keinen Doctor Skill auswählen, weil er noch nicht genügend Intelligence hat. Ja, dann kriegt er erst einmal den Assault Rifle Skill. Medic muss ich ihnen jetzt gar nicht geben, das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, dann Angela Death. Brawling Climb. Soul Rifle hat sie schon. Picklock, Confidence, Demolition Swand. Sie kann auch noch kein Doktor. Dann gebe ich ihr wenigstens den zweiten Medic Skill. Was? Geht das nicht? You have too much on your mind to learn anything. Okay. Thresher. Der kriegt dann auch Assault Rifle. Ja. Snake Vargas. Okay, der kriegt dann auch Assault Rifle. Okay. Mayor Pedros. Ah, wichtig ist, ich muss auch noch gucken, dass meine Leute alle schwimmen können. Der hat Confidence, okay. Dem muss ich eigentlich im Moment gerade gar keine Fähigkeit geben im Moment. Deswegen werde ich es einfach lassen. Ace. Brawling, Climb. Hat er alles? Der hat kein Assault Rifle. Na, dann geben wir ihm einmal Assault Rifle. Und Felicia. Okay, dann kriegt ihr auch Assault Rifle. Jetzt gucken wir nochmal, dass alles schwimmen können. Ja, können sie alle. Okay. Gut. Dann gucken wir mal, vielleicht können wir ja sogar ein bisschen. Aha! Hellraiser! Du kannst IQ skillen. Zack, zack. Und Angela Death auch, ja. Zack. Und Snake Vargas, ja geilo. Mayor Pedros. IQ ist immer am besten. Ist ja das ist die Möglichkeit, dass die jetzt alle hoch dürfen. Ja, auch selbst Felicia. Ja, dann können wir gleich nochmal lernen. Hellraiser, kannst du jetzt vielleicht ein bisschen mehr? Ja, Electronics und Toaster Repair. Können wir mal Toaster Repair machen? Was kostet das? 3 Punkte. Hm.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ob Electronics. Das ist wahrscheinlich zum Reparieren später wichtig. Aber der Doktor-Skill ist wichtiger. Der ist tatsächlich wichtiger. Ich muss erst den Doktor-Skill haben, bevor ich Toaster Repair und auch Electronics machen kann. Das ist echt wichtiger. Weil mit dem Doktor-Skill kann ich mir deutlich schneller helfen. Und vor allem kann ich mir helfen, wenn die Leute auch schlechter sind als Conscious. Deutlich schlechter. So, Angel Death kann auch swim, okay. Na, ist genau das gleiche. So, hier. Snake Vargas kann Doktor. Dann kriegt er einen Doktor. Okay, Mayor Petros. Ja, ich lasse den einfach mal. Das sind meine NPCs, weil es kann auch sein, dass die NPCs... Wobei, ja, dann sollte ich es eigentlich erst recht benutzen, dass man die NPCs wieder entlassen muss. Wobei, der Mayor Petros ist ja im Moment gerade derjenige, der eine Rifle benutzt, weil die M19 Rifle ist keine Assault Rifle. Aber er hat einen Rifle Skill, okay. Ja, nee, dann. Dann wäre es doch eigentlich mal sinnvoll, ich gebe dem Ace Toaster Repair. Weil, ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich Ace behalte. Also wurscht, ich gebe ihm Toaster Repair. Punkt aus. Was soll ich denn der Felicia noch geben? Ich glaube, ich gebe nochmal eine Assault Rifle. Das reicht erstmal. Okay. Sehr gut. The Police Station. A wimpy robot clerk sits behind a desk swamped with paperwork. Yeah, it demands irately. Jetzt haben wir schon die ersten Roboter hier. Report a crime. Appointment with detective. Neighborhood watch tips. Neighborhood watch tips. Paragraph 104. The pamphlet contains two tips for the wise. One, buy an AK-97 assault rifle. Two, if there's someone hanging around your neighborhood you don't know, shoot him. Das sehr coole Tipps. Aber den ersten Tipp werden wir wahrscheinlich sehr bald befolgen. Komm, lass uns noch mal reden. Appointment with detective. The wimpy clerk checks the notebook and says, "You're lucky. He's free right now. Follow the hallway. It's the first door on the left. Well, go on." Und was ist der letzte? Report a crime? Murder or theft? Also ein Mord oder ein Diebstahl? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wer bist du? Policeman. Wieso wird er denn gleich aggressiv? Oh Mann. Ich fang schon wieder Ärger an. Und das im Polizeirevier. Und natürlich ist Alarm. Where'd you get that ring? The detective demands. I think His Holiness is looking for that thing.
Going back to his work, Spam says, I suppose you want to know about the Bloodstaff. He wipes his hands on a greasy rag and sighs. Ja, ich hab ja einen gekriegt. Don't mind telling you the murders of lots of folks worried. People just up and vanish. Then, when we find them again, they've been drained of blood. Every drop. He squints at you, and his voice drops to a tense whisper. I seen one of the bodies, and it had a cut in the neck, just like a scar my grandmother had on her neck. She said once, when she was little, a priest used the Bloodstaff on her after she got snake bit. I think the Bloodstaff is involved. That means trouble. Mhm. Macht das eigentlich irgendeinen Unterschied, ob ich den Alarm ausgelöst habe? Jawoll, ja. Angela Death raised her picklock skill to level 3. This is the communication center. There are a few empty pigeon cages along the south wall. Heaps and piles of complicated radio equipment, all thrashed, trashed beyond repair and thrown in this corner. Oh, da können wir doch bestimmt mal ein bisschen skillen hier. Perception. Nö. You unravel the message from the leg of this massively strong pigeon. Boss, the note begins, I've tracked the bum to Needles. There's lots of ruins and abandoned buildings here, so the search is not easy. I know he's hiding in one of them, and I hope I can find him before someone else does. I don't know if we want his information to fall into the wrong hands. Oh yeah, there's rangers about, so it looks like things actually can go from bad to worse. Er sucht nach irgendeinem Landstreicher. Wer auch immer. Was? Alarm! Below a sign saying alarm are two buttons. Push 1. Okay. Keine Ahnung, was das ist und was es macht und warum der Alarm nicht ausgeht. Stacks of occupied body bags. Es ist ziemlich rauchig hier drin. Okay, das ist also die Leichenhalle oder was? Oh. A decomposing body with several organs missing. Versuchen wir trotzdem nochmal zu öffnen, die Tür. Oh, Mac 17 SMG. Oh, Angela Death hat ja immer noch die Fists. Oh, ich glaube ich glaube Angela Death hat den Rifle Skill nicht. Die hat Assault Rifle, aber nicht den Rifle Skill. Äh.
Wer könnte denn jetzt noch eine SMG? Wer hat denn noch einen SMG-Skill? Ja, Hellraiser. Ganz klar. Ich muss erstmal mein Zeug verkaufen. Alles klar, ich muss erstmal hier raus. Ah, da sind die Policemen, die mich jetzt wahrscheinlich alle angreifen. Alles klar. Oha, das wird was. Mal gucken, was das wird. Ah, aber Angela Death hat ordentlich Ärger. Oh ja. Die Policemänner, die treffen alle nicht. Treffen schon ganz schön heftig. Aber ich treffe auch. Okay, Major Petrus und Felicia sind ziemlich am Arsch. Aber ich habe nicht mehr viele Gegner. Okay, das waren gerade wesentlich weniger. Okay, wieder einer unconscious. Ja, Major Petrus. Kann ich angreifen? Ne, die sind mir jetzt zu weit weg. Ich krieg die tatsächlich down. Und Snake Vargas ist immer noch am Leben. Das ist mein Doktor. Ja, ich hab's tatsächlich geschafft. Aber der Alarm ist immer noch an. Okay, Snake Vargas. Use... Skill Doctor auf Felicia. Felicia is improving. Alles klar. Na, nicht noch mehr. So, Ace? Ne, Major Petrus ist noch... Okay, der ist...
Oh, die sind... Okay. Weapon Jam. Jetzt sind wir erstmal kurz raus. Kann ich hier kampieren? Nee. Gehen wir nochmal rein. Gucken, ob der Alarm jetzt aus ist. Nee, er ist nicht aus. Nur weil ich den verdammten Policeman getötet habe, kriege ich jetzt hier so einen Ärger. Boah, so viele wieder. Oje, meine Leute sind ziemlich am Arsch. Hoffentlich werden sie nicht stärker kaputt als jetzt ist er seriously wounded. Scheiße. Aber Snake Vargas ist wieder Wer ist hier seriously der Mayor? Okay. Jetzt sind sie alle unconscious, meine Leute. Alle. Aber anscheinend kam man das so einigermaßen. Das ist natürlich ziemlich cheesy, das so zu machen. Aber es ist mir egal, wenn es zum Ziel führt. Ja.
Ja, einen kriegen sie dann immer wieder tot, ne? Okay, Ace ist jetzt seriously wounded. Oh, und Major Petros auch. Und Snake Vargas ist unconscious. Wieder online. Gucken, ob ich wegrennen kann. Nee. Ah, sie kommen immer hinterher. So, Snake Vargas ist jetzt wieder use Skill. Warum kann er? Er kann kein Doctor Skill benutzen im Kampf. Oh, endlich. So. So, use Snake Vargas Skill Doctor on Major Petros. Deswegen der Doctor Skill. So. Die werden beide besser, sehr gut. Hellraiser ist unconscious. Ja, es geht ihnen überall besser. So. Ich muss erstmal kurz raus und irgendwo kampieren. Okay, jetzt sind sie alle wieder am Leben. Also ich verlasse noch mal kurz Needles. Nein. Und gehe an den Space, wo man hier. Ugh. So, alle wieder fit. Major Petrus ist schon fast wieder am Arsch. Dafür kriegen die jetzt auch richtig auf die Fresse, die Policemen.
So, Hellraiser, nimm bitte die Mac 17 mit. Oh ja, die 7,26mm Clips. Angela Death. Okay, dann eben Maya Pedros. Oh, Maya Pedros ist unconscious. Neun Millimeter Clips, die kriegt dann Snake Vargas. Okay, dann eben Felicia. Auch voll. Dann kriegt sie Hellraiser. Weil der kriegt ja jetzt dann mal gleich die noch eine Uzi. Das heißt, ich sollte mal jemandem noch einen Uzi-Skill geben. Oh, wer ist das? Kann ich den hiren? Oder ist der... Problem. No room in roster. Wer ist denn das? Machen wir ihn kalt. Two humanoids. Wer seid ihr? Ja, ihr seid Kanonenfutter. Ja, wieder Policeman. Eine ganze Menge davon. Oh, scheiße. Der Mayor Pedros ist seriously wounded. Oh je, und schon wieder sind sie alle unconscious. Es sind einfach zu viele in der Nähe. Nein, ich run. Ah!
Mayor Petrus is critical. Snake Vargas. Use skill. Suck. Doctor on Mayor Petrus. Okay. Die machen immer nur so einzeln ein bisschen Schaden, aber... Ja, jetzt ist mal ein bisschen mehr los. Halt, nee, Ace muss laden. Jawohl. Ace hat wieder mal ordentlich zugelangt. Okay, sie sind fast alle unconscious. Oh, ich hätte ein bisschen warten sollen. Ob ich hier drin ein bisschen kampieren kann. Wenn ich hier den Laden aufgeräumt habe, dann sollten auch die ganzen Leute alle ein bisschen mehr Platz in ihrem Inventar haben. So, jetzt laden wir nochmal nach. Ach, Ace hätte nachladen sollen. Es ist Ace auch wieder unconscious. Noch mehr! Ich dachte, ich wäre wenigstens jetzt mal durch gewesen hier.
alle laden. Gucken, ob ich im Moment kampieren kann. Oh, Angela Death is critical. Habe ich noch gar nicht gesehen. Kampieren, bis die alle wieder ein paar Lebenspunkte wenigstens haben. Dass der Detective ist, dass es ihn überhaupt nicht interessiert, dass das Polizeirevier unter Alarm steht. Ich werde das mal kurz quicksaven. Das sind jede Menge. Oh, und Hellraiser ist seriously wounded. Oh, Snake Vargas ist incapacitated. Dann kann ich auch Hellraiser nicht heilen. Oh, Snake Vargas hat kein Ammo mehr. Weapon. Ah, okay, er hat... Mayor Pedro's Shoes. Achso, ja, angreifen. Snake Vargas hat keine Munition mehr. Gib mir mal Snake Vargas Items. Warum hast du sein... Hast du deine Munition... Verstehe ich nicht, warum er seine... Aufladen. Na, nein, ich wollte nicht nach Las Vegas rein. Es ist viel zu früh. Okay.
Jetzt müssen wir nicht rennen. Hellraiser. Geschafft. Naja, nicht ganz. Snake Vargas muss mal wieder heilen. Und zwar Felicia. So. Okay, nochmal quick saven. Major Petros ist seriously wounded.
Ja, ich habe das ganze Polizeirevier leer gemacht. War es das wert? Ach, Angela, na, ich muss erst wieder kampieren. So, du gibst jetzt bitte die 19. Trade into the Death. Dann an Mayor Pedros. So, und dann nimmst du bitte die Max 17 und equipst die. So, was jede Menge 45er Clips, das ist natürlich nicht gut, die muss ich jetzt verkaufen. Wer könnte denn noch Snake Vargas? Ja, und dann eben Felicia. Wer kann noch eine Uzi nehmen? Gucken, wer kann noch, wer hat noch einen Uzi-Skill? Angela Death nicht. Nein. Thrasher? Auch nicht. Snake Vargas? Auch nicht. Ja, dann muss ich jemanden mit diesem Skill beglücken. Gehen wir am besten gleich wieder in die Bibliothek. Boah, ist dieser Alarm endlich aus. Das hat Kopfschmerzen verursacht. Erstmal kurz eine Nachladerunde machen. So, wem will ich jetzt denn, wer sollte, der Thrasher vielleicht, Thrasher, der hat sie sogar auch so, ja okay, dann geben wir dem Thrasher noch ein SMG-Skill. So, und Angela Death kriegt auch noch ein Skill und zwar den Rifle-Skill. So, und jetzt, Thrasher, Items, Uzi, Equip. So. Allerdings hat er kein, doch, er hat 9mm, aber nicht sehr viel. Wer hat denn bitte viel 9mm Munition? Keiner. Na doch, Snake Vargas kann ein bisschen was davon abgeben. No. Trade. So, jetzt hat er ein bisschen mehr. So, 5. Der hat jede Menge 7,6 mm Munition. Der hat, wow, 9mm ohne Ende. Aber der hat auch eine Uzi, die braucht er auch.
Okay. Jetzt waren wir hier drin im Polizeirevier. Type of shooting. Mach mal Burst. Ich weiß nicht, wie viel das an Munition verbrät. 3. Ja, das ist okay. Habe ich eigentlich ein Radio? Nö. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, ist auch erstmal ganz gut, wenn ich hier eine Pause mache, weil ich habe jetzt ganz schön viel Zeit verbraten in dem Polizeirevier. Ah, shit. Ich muss erst die Leute wieder fit machen. Dann jetzt bin ich mir gar nicht mal so sicher, wo ich als nächstes hin muss. Ich gehe jetzt mal von Norden rein. Gut, dann werde ich hier erstmal eine Pause machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Wasteland Remastered Waterworld. Nee, ist es nicht Waterworld. Es ist Wasteland. Ciao.